Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Ich habe verschiedene Mitgliedsstufen, könnt ihr mal sehen im Button Mitglied. Und wenn sich mindestens 100 Mitglieder eintragen als Livestream-Mitglieder, dann werde ich wieder Livestreams übernehmen. Sonst bleibt am Freitagabend der Livestream von mir, muss leider ausfallen. Aber wie gesagt, ab 100 Livestream-Mitgliedern gibt es wieder einen Livestream. Würde mich freuen, wenn ihr mich so unterstützen würdet. Auch für die ganzen Videos, die ich so mache. Was ich so brauche, Equipment, Material. Aber kommen wir doch zum Thema des Videos. So, ich habe jetzt hier ein Ablegerchen. Da habe ich am 6.5., also vor 4 Tagen, wir haben jetzt den 11.5., vor 5 Tagen, habe ich die Königin gesehen, habe aber noch keine Brut gefunden, keine Stifte und eine noch nicht legende Königin zeichne ich auch nicht. Deswegen will ich jetzt noch mal reinschauen, weil wir hatten jetzt ein paar richtig schöne Tage. Jetzt wäre Ausflugwetter gewesen. Sie hätte sich können begatten lassen. Wenn sie es nicht hat, dann ist jetzt ihr letztes, oder hat, dann hat jetzt ihr letztes Stündlein geschlagen. Ich nehme euch da mit. Wir schauen rein. Ich denke mal, dass sich nicht viel getan hat hier drin, wenn überhaupt. Ja, sehr mickrige Bienenmasse, aber das war eh nur ein kleiner Ableger. Die haben sich noch nicht entwickelt. Gut, ich meine, was soll sich auch in 5 Tagen entwickeln können? Geht ja gar nicht. Dann schauen wir mal. Da haben die eingelagert. Das ist soweit in Ordnung. Das Flugloch befindet sich hier auf der Seite. Und dann ist es schon in Ordnung, wenn die Bienen alle hier auf der Seite sind. Noch mehr eingelagert. Da dürfte die Königin auf gar keinen Fall drauf sein. Das ist voll auf dieser Seite. Da ist ein bisschen was drin. Ja, Königin sehe ich nicht. Auch nicht. Auch gut eingelagert. Und Drohnen. Auch eingelagert. Na, dieses kleine Völkchen trägt auch schon ordentlich ein. Oh, Brut. Da muss ich vor ein paar Tagen was übersehen haben. Hier ist frische Brut. Ja, Rundmaden. Ja. Okay. Ja, gut. Blind. Der blinde Imker. Sehe ich die Königin vielleicht? Dann kann sie auch ein Krönchen bekommen. Holla, was ist denn hier? Oh, ist nix. Ja, ist leer. Da haben die nur gespielt. Als ich das letzte Mal die Königin gesehen habe, ist die wirklich rasch über die Waben gelaufen, deswegen habe ich vermutet, ich war noch der Hinterleib noch relativ schlank, deswegen habe ich vermutet, dass sie noch nicht begattet ist. Dann gebe ich einer Königin einfach noch mal ein bisschen eine Chance, wenn ich sowas sehe. Aber wie gesagt, jetzt muss es einfach sein, und wenn es jetzt nicht, wenn jetzt keine Stifte zumindest gewesen wären, dann hätte ihr letztes Stündlein geschlagen, aber so sieht es ganz gut aus, ich sehe sie nur nicht.
dass sie auf der Außenwabe sein soll. Ungewöhnlich. Aber nicht unmöglich. Da ist wieder gut eingelagert. Die verdeckeln schon ein paar Zellen. Das ist in Ordnung so. Das Völkchen entwickelt sich richtig gut, muss man also sagen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Königin hier drauf rumlatscht. Aber wer weiß. Nee, ich sehe sie nicht. Bienen sind okay. Aber das kann man nicht messen, weil die sind nicht von dieser Königin. Ich sehe sie einfach nicht. Ja, wenn so eine Königin ihr Hinterteil gerade in einer Zelle drin hat, wenn der Blick über diesen Zellbereich huscht, dann sieht man sie natürlich auch nicht. Ja? Deswegen muss man schon ein bisschen sich Zeit lassen. Nichts zu sehen. Och, Königin, zeig dich doch. Nee, doch, jetzt ist eine Königin. Auch vor der Krönung ist es schon eine Königin. Wenn sie noch nicht begattet ist, dann ist es erst eine Prinzessin. Aber die ist begattet, also ist eine Königin. Ich sehe nichts. Nö. Ich sehe nichts. Ich hätte meine Handschuhe anziehen sollen. Klebt wieder alles. Nichts zu sehen. Ja, da ist sie. Und immer noch flink unterwegs. Na komm. War die falsche? Schnell. Die Kleine. Aber nicht schnell genug. So, da sie begattet ist, kriegt sie jetzt ein Krönchen. Nach der Bienenfarmer-Regel wird keine Königin gezeichnet, bevor sie begattet ist. Die ist so schlank,
die ist mir jetzt glatt durch diese Stäbe durchgerutscht. Die ist glatt durchgerutscht. Naja. Dauert also noch einen kleinen Augenblick. So. Guck mal, die kommt fast raus. Vorhin ist sie mal durchgerutscht. Ganz nervös, die Kleine. Gut. Dann setzen wir sie wieder zusammen. Der neue Besitzer wird sich freuen, weil dieser Ableger ist schon vorbestimmt. Schön den Bienen Zeit lassen. So, Modelle. Und rein. Macht sie denn so verrückt? Also, das Grünchen gefällt ihr nicht. So, jetzt ist sie unten. Diese kleine Schlampe, die hat es doch tatsächlich geschafft. Die hat es doch tatsächlich geschafft, das Krönchen abzustreifen. Ist ja unglaubhaft. Unglaubhaft. Ja, so kann es gehen. Aber die Farbe hat sie immer noch auf dem Rücken. Das ist eben der Vorteil, wenn man mit der Jahresfarbe das Jahresblättchen aufbringt. Wenn das Blättchen abgeht, ist immer noch die Jahresfarbe drauf. So passt das. Gut, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Gibt euch eine Idee vielleicht. Und das Video ist jetzt zu Ende.